Schalten Sie die Anlage am Hauptschalter stromlos, tragen Sie dabei Arbeitshandschuhe. Öffnen Sie nun den Revisionsdeckel am Rohrübergang, drehen Sie den Wasserzulauf des Reinigungsschlauchs und die Spritzdüse vorsichtig auf, während Sie diese in das Rohr halten. Säubern Sie den Rohrübergang zur Anlage von Ablagerungen, bis das Wasser im Austrag klar ist. Schließen Sie anschließend wieder den Revisionsdeckel am Rohr. Öffnen Sie die Revisionstür und lösen Sie die Flügelmuttern des Revisionsdeckels am Mischer. Drehen Sie die Spritzdüse des Reinigungsschlauchs auf und spritzen Sie die Innenwände des Mischers ab. Setzen Sie anschließend den Revisionsdeckel wieder auf und ziehen die Flügelmuttern handfest an. Für die Reinigung der Füllstandssensoren benötigen Sie ein Reinigungstuch und Handschuhe. Nehmen Sie die Sensorabdeckung heraus und spritzen Sie die Sensoren mit dem Wasserschlauch ab. Anschließend reinigen Sie diese mit einem Tuch nach. Nun können Sie die Sensorabdeckung wieder aufsetzen, die Revisionstür schließen und den Wasserzulauf des Reinigungsschlauchs zudrehen. Welche Schutzausrüstung Sie für Ihr Material benötigen, finden Sie hier.